Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Adventskalender. Diesmal wieder mit mir, ein neues Türchen hat sich geöffnet und ich verstecke mich hier quasi schon für euch mit diesem Buch. Mein Adventskalenderbuch von Disney. Das ist erschienen im Nelson Verlag. Genau, und wir sind bei folgender Geschichte. Eine Sekunde. Also, die Geschichte, mit der wir heute anfangen, heißt Flicks Weihnachtserfindung. Es waren nur noch ein paar Tage bis Weihnachten. Zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit bereitete die Ameisenkolonie alles für das Fest vor. Das schaffen wir nie, seufzte Prinzessin Dot. Und wenn doch, dann sind alle so müde, dass keiner mehr feiern will. Da muss ich doch was machen lassen, sagte Flick nachdenklich. Was macht zur Weihnachtszeit die meiste Arbeit? Naja, das Verpacken der Geschenke kostet uns viel Zeit, erwiderte Dot. Flick nickte. Ich denke mir was aus, versprach er. Als offizieller Erfinder der Ameisenkolonie gab sich Flick viel Mühe, die Arbeit der Ameisen zu erleichtern. Dot wusste, wenn jemand eine Lösung fand, wie die Ameisen den Weihnachtsstress bewältigen konnten, dann war das Flick. An Heiligabend zeigte Flick Prinzessin Dot und Königin Atta die Einpackmaschine, die er erfunden hatte. Die spart uns Zeit und erleichtert die Arbeit, erklärte er stolz. Dot lächelte. Doch Königin Atta war nicht überzeugt. Darum geht es doch an Weihnachten, sagt sie, dass man sich besonders anstrengt für die Menschen, die man liebt. Überleg doch mal, was du alles hättest erledigen können, während du die Maschine gebaut hast. Bevor Flick etwas erwidern konnte, war Atta schon fort. Keine Sorge, Flick, tröstete ihn Dot. Warte, bis sie das Ding in Aktion sieht. Lass uns mit dem Einpacken anfangen. Dass es nun eine Einpackmaschine gab, sprach sich schnell herum. Die Ameisen waren begeistert. Sie wollten sich gerne helfen lassen und standen Schlange, um die neue Erfindung auszuprobieren. Sorgfältig legte Flick ihre Geschenke auf die Maschine. Ihm klopfte das Herz, als er den Hebel betätigte und die Maschine anwarf. In ein paar Minuten würden alle in der Kolonie bereit sein für Weihnachten. Da hörte Flick ein seltsames Geräusch. Ripp! Das Förderband klemmte, die Gurte rissen und die Maschine krachte auf dem Boden. Unsere Geschenke! Schrie eine Ameise. Die Ameisen schimpften. Jetzt, wo ihre Geschenke zerstört waren, hatten sie noch mehr Arbeit als vorher. Flick ließ den Kopf hängen. Vielleicht hatte Atta ja recht, seufzte er. Du wolltest nur helfen, tröstete Dot. Es ist noch nicht zu spät, Flick. Ich weiß, wie du alles wieder gut machen kannst. Am nächsten Morgen stellten Königin Atta und die Ameisen fest, dass durch ihren großen Saal ein Vorhang gezogen war. Daneben stand Flick und wartete auf sie. Frohe Weihnachten, sagte er und zog den Vorhang auf. Hereinspaziert! Hinter dem Vorhang stand das prächtigste Festessen, das sie je gesehen hatten. Flick strahlte. Er war die ganze Nacht aufgeblieben, um seine Überraschung vorzubereiten. Ein Weihnachtsessen mit allem drum und dran. Es sollte das Chaos wieder gut machen, das er angerichtet hatte. Es war viel Arbeit, berichtete Flick. Aber Arbeit macht Freude, wenn man es für die Freunde tut. Flick lächelte Dot an. Jetzt hatte er die wahre Bedeutung von Weihnachten begriffen. Atta hatte doch recht gehabt. Können wir hier noch einmal gucken? Wie schön das ganze Essen aussah. Ich hoffe, man kann es erkennen. So, das war nämlich auch schon die erste Geschichte. Und die zweite folgt sogleich. Also, frohe Weihnachten, Winnie-Pooh. An einem verschneiten Heiligabend schaute Winnie-Pooh sich zerstreut in seinem Haus um. Ich habe einen Baum, Kerzen und jede Menge Schmuck, sagte er. Aber irgendwas scheint zu fehlen. Da plötzlich klopfte es leise an Poohs Tür. Er öffnete die Tür. Ein kleiner Schneemann stand zähneklappernd auf den Stufen. Hallo, Pooh, sagte der Schneemann mit bibbernder und doch auch vertrauter Stimme. Ich liebe Weihnachten, aber ich wünschte, meine Ohren würden nicht so schrecklich frieren. Nachdem der Schneemann an Poohs Kamin so ziemlich aufgetaut war, sah er gar nicht mehr so aus wie ein Schneemann, sondern wie ein Ferkel. Na, sowas, sagte Pooh, froh, einen Freund zu sehen, wo vorher ein Schneemann gestanden hatte. Na, sowas, sagte auch Ferkel,
dem bußleuchtenden Weihnachtsbaum auffiel. Willst du keine Popcornkette an deinem Baum hängen? Ich hatte Popcorn an einer Kette, erklärte Pooh, aber jetzt ist nur noch die Kette übrig. Auch gut, sagte Ferkel und lachte. Wir können mit der Kette deine Geschenke einpacken. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Ich habe die Geschenke vergessen, rief Pooh. Keine Sorge, sagte Ferkel. Es ist der gute Wille, der zählt. Dann machte Ferkel sich auf den Weg. Pooh wusste nicht, was er wegen der vergessenen Geschenke tun sollte, aber er wusste, wo er sich Hilfe holen konnte. Hallo, rief Pooh und klopfte an Christopher Robins Tür. Komm rein, sagte Christopher Robin mit einem Lächeln. Pooh trat ein und sah sich um. Was ist das? Fragte er und zeigte auf die Strümpfe, die am Kamin hingen. Das sind die Strümpfe für die Weihnachtsgeschenke, erklärte Christopher Robin. Da fiel Pooh wieder ein, dass er ja gar keine Geschenke hatte und auch keine Strümpfe. Bei den Geschenken konnte Christopher Robin auch nicht helfen, aber er gab Pooh gern Strümpfe für sich und seine Freunde. Pooh bedankte sich und lief los, um die Strümpfe abzuliefern. Die Geschenke besorge ich später, sagte er. Zuerst kommen die Strümpfe. Die brachte er zu Ferkel, Tigger, Rabbit, Ia, Gopher und Eule und schrieb jedem dazu von Pooh. Als er wieder in seinem gemütlichen Heim war, sagte Pooh, jetzt muss ich mir Geschenke überlegen. Doch er war so schläfrig, dass er bald selig träumte. Am nächsten Morgen wurde Pooh von einem lauten, kräftigen Klopfen an seine Tür geweckt. Es waren seine Freunde und sie bedankten sich bei ihm. Keine kalten Ohren mehr mit meiner neuen Strumpfmütze, sagte Ferkel. Mein streifiger Schlafsack ist tigertastisch, rief Tigger. Genau wie mein Möhrenbezug, stimmte Rabbit ein. Ja, freute sich besonders über seinen neuen Schwanzwärmer. Es geht etwas furchtbar Schönes vor sich, sagte Pooh. Aber ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Das nennt man Weihnachten, mein Bärenfreund, erklärte Tigger. Dann gaben alle Pooh ihre Geschenke. Ganz viele Honigtöpfe. Jetzt, wo er alle seine Freunde und seine Leibspeise um sich hatte, musste Pooh ihm recht geben. Weihnachten. Wirklich eine süße Idee. Hier sehen wir, wie die alle zusammen. Ich hoffe, das stellt sich scharf. Wie die alle zusammen dann Weihnachten feiern und sich über ihre Geschenke freuen. So. Und jetzt haben wir noch die letzte Geschichte für heute: Auroras hausgemachte Weihnachten. An einem schönen Dezembertag machten Prinzessin Aurora und Prinz Philipp einen Spaziergang im Schnee. Meine Tanten und ich hatten immer so viel Spaß bei den Weihnachtsvorbereitungen, sagte Aurora. Die Feenflora, Fauna und Sonnenschein hatten Aurora im Verborgenen großgezogen, um sie vor einer bösen Fee zu schützen. Obwohl sie inzwischen wusste, wer sie wirklich war, waren die drei für Aurora immer noch ihre Tanten. Laden wir sie doch zum Fest ein, schlug Philipp vor. Eine wundervolle Idee, freute sich Aurora. Am Nachmittag schickte Philipp Flora, Fauna und Sonnenschein eine Einladung. Dann musste er wegen seiner königlichen Pflichten ein paar Tage wegfahren. Aurora war das nur recht. Jetzt konnte sie Philipp bei seiner Rückkehr mit ihren Weihnachtsvorbereitungen überraschen. Als die drei guten Feen eintrafen, hatte Aurora einen besonderen Wunsch an sie. Du möchtest ein Weihnachten genauso, wie wir es in der Hütte hatten? Fragte Flora. Das heißt, wir dürfen nicht zaubern? Am besten, du nimmst unsere Zauberstäbe, dann kommen wir gar nicht erst in Versuchung, sagte Fauna zu Aurora. Lasst uns zuerst den Baum schmücken, rief Sonnenschein. Wir sollten vorher die Zweige aufhängen, meinte Flora. Bis ihre beiden Tanten sich geeinigt hatten, konnte ein ganzer Tag vergehen. Deshalb schlug Aurora vor, dass sie und Flora die Zweige aufhängten und Fauna und Sonnenschein den Baum schmückten. Später machten Aurora und die Feen ihren speziellen Weihnachtsnachtisch. Ich kann es kaum erwarten, dass Philipp deine Zitronentorte probiert, sagte Aurora zu Fauna. Als sie mit dem Backen fertig waren, sagte Aurora, ich möchte Philipp etwas Selbstgemachtes schenken. Aber ich kann nicht nähen. Könnt ihr mir helfen? Den restlichen Tag über nähten Aurora und die Feen Philipp ein neues Hemd. Aurora dachte an ihre Kindheit zurück. Erinnert ihr euch noch an die Strümpfe, die ihr gemacht habt, als ich ein kleines Mädchen war? Ja, sicher, erwiderte Flora. Wir haben vergessen, sie unten zuzunähen und da sind dann die Geschenke rausgefallen.
Aurora und die Feen lachten, als sie an die glückliche Zeit zurückdachten. Als Prinz Philipp zum Schloss zurückkam, empfing ihn Aurora an der Tür. »Mach die Augen zu«, sagt sie, »und öffne sie erst wieder, wenn ich es dir sage.« Aurora führte Philipp in die große Halle, wo die Feen schon warteten. »Jetzt«, sagte Aurora. Philipp sah sich um. Von den Wänden baumelten verbogene Kränze, der Weihnachtsbaum war nur auf einer Seite geschmückt, ein Tisch war mit schiefen Kuchen, verbrannten Torten und unförmigen Keksen vollgestellt. »Solche Weihnachtsdekorationen habe ich noch nie gesehen«, sagt Philipp höflich. »Ich kann verstehen, warum du sie so besonders findest.« Aurora gab Philipp sein Geschenk. »Ein Hemd«, rief der Prinz, als er es auspackte. Als er es anzog, brachen Aurora und die Feen in Lachen aus. »Oje, das ist aber nicht die richtige Größe«, sagt Aurora. »Unsinn«, widersprach Philipp. »Es passt perfekt.« »Genau wie wir beide«, sagte Aurora. »Fröhliche Weihnachten.« Hier kann man einmal noch mal gucken. Hier. Da sehen wir einmal, dass das Hemd doch ein bisschen zu groß ist und der Ärmel noch ein bisschen runterhängt. Aber das ist ja auch gar nicht, worum es geht, dann am Ende geht bei den Weihnachtsgeschenken. Sondern das ist selbst gemacht und er hat etwas geschenkt bekommen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall schön. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, dass ihr viel Spaß hattet und es euch gemütlich gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal, sag ich mal. Bis dann. Tschüss.